Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum nächsten Weapon Guide und zwar geht es heute um die Sniper Commonwealth. Wir spielen auf Gibraltar, ich habe an der Snipe, was habe ich da dran? Ich habe da irgendwas dran gefriemelt, aber es ist nicht ausschlaggebend für meine Skillhaftigkeit bzw. für die Waffe an sich. Komm her, okay. Die Map ist ziemlich nice, wobei es nicht meine Lieblings-Snipe-Map ist. Aachen ist da so mein Top of the Pop, aber es geht hier alles auch ganz gut rein. Immer schon auf den Spawnflip achten, gerade als Sniper, da ist man ja öfter mal so, dass man sich nicht so extrem viel bewegt, ne? Und schon frisst man die Ultra-Shots von hinten. Oder wird umgeschlagen oder wie auch immer. Da ist irgendwo einer. Sehr, sehr close. Wahrscheinlich oben. Diese Snipe ist an sich eine One-Shot-Snipe. Das war ja wirklich ein perfektes Beispiel dafür. Aber manchmal trifft man eben die Klöten oder so. Keine Ahnung. Und dann ist es halt nicht so tödlich, wie es eigentlich hätte sein sollen. Oder hätte sein können. Ich habe es ja eben schon erwähnt. Man muss sich natürlich immer umschauen und gucken, dass du nicht von hinten genutzt wirst. Oder plötzlich, da ist jemand gehüpft. Oder plötzlich jemand vor dir steht. Da steht einer. Komm aus der Ecke raus, du Sack. Da ist doch einer. Au. Oh. So, na also. Es war auch nicht wirklich ein... War es ein Headshot? Nee, ne? Sehr gut. Um euch zu zeigen, dass... Auch auf Körpertreffer ist die normalerweise One-Shot-mäßig unterwegs. Aber man kann halt auch mal Pech haben. So. Ja, wie gesagt, ist nicht die perfekte Map, um zu snipen. Aber sie ist schon nice. Gerade hier bei der Brücke kann man doch ganz gut stehen, wenn man dann seine kleine Ding, die man ablegen kann. Diese Bombe, die habe ich jetzt hier schon verspielt. Wenn man die hinter sich ablegt, dann kann man ja ganz gut stehen. Ich zeige euch hier also einfach, wie ihr mit dem Teil so spielen könnt, wie ihr damit umzugehen habt. Oh, fuck. Natürlich ist es immer sinnvoll, euch eine Zweitwumme zu schnappen. Ja, aber nicht, wenn es leer ist. Jetzt stehe ich echt eklig da. Oh, oh. Da ist... Einfach nur, um sich zurückzuziehen mit dieser Zweitwumme. Oder hier unten rein, das ist auch nicht schlecht. Wobei das ja map-spezifisch ist. Es soll ja nur um die Waffe gehen. Habe ich die Chance? Ja, ja. Nohoho! Ready for mission! Sehr schön. Ja, und jetzt könnt ihr einfach beobachten, wie ich das Teil so spiele. I'm being a cunt because your team are... Was? Da ist einer. Der steht da, der chillt da rum, da oben. Der chillt einfach da oben rum, der Scharfschütze. Der liegt. Alles klar, dann hole ich mal mein Flugzeug so als Unterstützung. Kann ich es nicht drehen? Das ist ja bescheuert. So. Oh nein, nein! Ah, super. Herrlich, hat sich wirklich gelohnt, das Flugzeug. Hat sich wirklich gelohnt. Spawn könnte geflippt sein, das heißt, sie könnten gleich hinter mir kommen. Wo sind sie denn? Wo laufen sie denn? Da war eben einer. Nicht. Alles klar. Also, ihr kleinen Spawnflipper, wie sieht's aus? Alles klar, ja, Wumme für mich. Jetzt lege ich mir hier hinten eine Mine. Und so bin ich einfach ein bisschen geschützter, gechillter als Scharfschütze. Ist er jetzt hinter uns? Ich habe keine Ahnung, wo der Spawn ist. Das nervt mich gerade ein bisschen. Am besten ist es, wenn man ein Auge drauf hat, wo die Mates sind. Das ist am klügsten. Wenn ihr wisst, wo die Mates sind, ob hinter euch was kommen kann oder nicht. Und dann... Es ist an sich eine gute Idee für alles. Also auch für die Spiele mit anderen Waffen. Das ist wurscht. Einfach auf die... Da! Ist der jetzt hinter mir gespawnt oder was? Ich komme gerade nicht an eine Zweitwaffe. Ja, gerade zu Snipe gibt es, glaube ich, gar nicht so arg viel zu sagen. Es ist natürlich interessant, wenn man dann diverse Aufsätze hat, um zu gucken, was man denn jetzt damit noch so erledigen kann. Richtig interessant wird das Ganze, glaube ich, eh erst, wenn das Spiel auch da ist. Es ist ja jetzt einfach nur eine Demo. Alles, was man hier spielt, ist nicht wirklich da. Aber nichtsdestotrotz macht halt das Spielen unglaublich viel Spaß. Sack, renn doch nicht so hin und her. So, es geht doch. Da oben ist einer... No, time! Natürlich solltet ihr mit der Pistole auch so ein bisschen was machen können, also minimal, damit ihr eben klarkommt, wenn ihr halt keine Zweitwumme aufheben könnt, wenn die Zeit nicht reicht oder einfach niemand da ist, der eine am Start hat für euch. Breaking their backs, yeah! Hallo Sniperle, was? Er kommt da einfach drüber gerannt in so einem Moment, wo noch nicht mal seine Mates irgendwie am Start sind. Sehr gefährlich, was der da treibt. So richtig rushen und sich brutal bewegen in die Feinde rein, kann man natürlich nicht oder sollte man nicht mit der Snipe, würde ich zumindest behaupten. Denn sonst bringt man sich automatisch in den Nachteil. Aber man muss auch nicht hart campen, man kann schon ein bisschen rumschieben. Es ist natürlich auch immer sinnvoll, ein bisschen rumzuschieben, weil ihr ja nie wisst, wann oder wo die Feinde gleich spawnen. Also solltet ihr immer bei den Mates bleiben. Da die Mates jetzt aber mit mir mehr oder weniger so einen Stellungskampf gemacht haben, gab es jetzt ja nicht viel Bewegung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.